Yo Leute, was geht heute wieder von Revlog? Und ja, wie geht's ab? Alles gut? Oh ja, ja, wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Weg zur Lanxess Arena. Oh! Steve! Oh, ich bin jetzt innerlich gestorben. Alles klar bei dir? Alles gut. Ja, weißt du, wo wir die Karten herbekommen? Keine Ahnung. Ich hab's gestern geholt. Ach so, okay. Irgendwo ist an dem Konstantinplatz ein Treffpunkt. Keine Ahnung. Vielleicht okay. Jetzt ist da. Alles klar. Wir sehen uns später. Bis später. Mir und Patrick. Hi. Können wir vielleicht ein Bild machen? Ja. Oh, scheiße. Ja, kein Schnell. Können wir auch schnell ein Foto machen? Ja. So, ich bin gleich wieder da. Jo, ich bin da wieder da. Und, Alter. So heftig die Schlange, Mann. Hallo. Können wir ein Foto machen? Ja. Wenn das drauf wäre? Ja, ist kein Stress. Okay, warte, ich muss kurz die Kamera suchen. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall. Okay. Ja? Jo, bis dann. Ciao. Yo, ich habe gar keinen Plan wohin. Wir suchen auch den Weg, weil ich bin jetzt gerade nicht alleine. Ich bin mit dem Michi unterwegs. Sie sehen vier Augen ja mehr als zwei, ne? Aber wir finden es trotzdem nicht. Nee, wir finden es nicht. Ich bin immer gespannt, wie lange es jetzt doch dauert. Ja, bis später. Yo, ich war jetzt bei der Akkreditierungsstand und habe jetzt irgendwie so ein Ticket bekommen. Eigentlich dachte ich, kriege ich so ein Bändchen. Und jetzt habe ich trotzdem keine Ahnung, wohin. Weil ich wollte nicht die ganze Zeit jetzt dort stehen bleiben und mir jetzt zu argumentieren. Und ich bin mal gespannt, was mit diesem Ticket auf sich hat. Jetzt gehe ich mal wieder dorthin, wo ich gestern war, weil ich war ja gestern bei der Probe. Hier ein kleiner Mitschnitt. Alter, die Halle ist immer wieder geil. Jedes Jahr dasselbe. Keine Ahnung, wohin und so. Und jemand schreit. Oh je, verrückte Menschen. Okay, bis später. Yo, wir sind jetzt in der nächsten Ebene und der liebe Arma ist auch Hallöchen. Hier. Und der Tino von Zinden, was geht? Und ja, was machen wir hier? Ja, also wir warten schon eine gefühlte Stunde auf unsere YouTube-Pässe, weil das irgendwie total lange dauert hier alles. Ja, und vorhin war hier wirklich Full House, keiner hat irgendeinen Plan. Ja, leider, und, bis die alle abgeholt wurden von irgendwelchen Leuten. Ja, ich bin mal gespannt, wie es zu enden wird. Und ich auch. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist alles jetzt diesmal Indoor statt Outdoor, weil heute wurde ja Regen angesagt und jetzt freue ich mich eben dann hinterher, weil wir gehen jetzt Richtung... Hey, was geht, was geht? Oh, alles gut. Yay, ja, jetzt sind wir jetzt draußen. Wir waren jetzt vorhin gerade bei YouTuber Backstage, gab es ja kleine Häppchen, Getränke und alles zum Drehen. Sag mal du. Im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, also im Moment scheint es nur Autogramme zu geben. Letztes Jahr waren noch so ein bisschen halt die Buden und noch mehr herumgelaufen und Leute getroffen und hier ist jetzt so nix, außer Autogramme. Ja. Yo, schau mal her, bin ich wieder. Bin ich schon eingekriegt. Opfer bist. Ich hab den Namen vergessen. Chupapaka. Ist ein bisschen geistesgestört, aber... Das ist Dog the Dog, Bruce. Ja, das ist unser Haustier. Let's go! Ja, können wir machen. Kreis bildet sich. Er holt den Asiaten-Swag raus. jetzt ist er happy. Fotoba! Lass mal einfach Fotos schießen. Später, wenn er das sieht, so, dann lacht er drüber. Warte, mach mal das aus. Yo, ich hab den lieben Stefan getroffen. Servus. Er ist auch ein bayerischer YouTuber. Und ich will auch kurz den Vlog crashen. Ja, machen wir schön Werbung für ihn auch noch. Trace TV. Ja, wir sind noch immer hier, es ist voll heiß. Ist es nicht warm in diesem Fall? Ja, nee, das geht schon. Auch. Es geht schon, es geht schon. Was ist das? Saure Johannes. Meine Gummibärchen. Ja. Kein Product Placement. Krieg ich auch was davon. Cheers. Hallo. So.
voll grün und so. Danke. Klingt hier ist ein Start hier. Echt? Ja, ja, schaut. So, ich habe wieder ein paar Leute getroffen. Oh mein Gott, Steve! Oh mein Gott, Steve! Das will ich mal sehen in meinem Leben. Sag mal hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ach, ihr schon wieder. Ja, ich schon wieder. So, wir sind jetzt ganz, ganz oben hier im Oberrang. Und da sind schon die Nächsten. Die liebe Sabrina ist auch endlich da. Und der Design auch. Das sind unsere Mädels. Alter, gehen wir weiter. Und wie gesagt, hier im Oberrang werden halt so Autogramme geben und alles dran. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, weil viele Kumpels, die jetzt machen jetzt Autogrammstunden, zwei Stunden lang. Es wird richtig heftig. Und wir gehen jetzt Richtung Aufzug wieder. Zusammen, bis später. Sagen, diese zwei Menschen sehe ich so oft. Diese Menschen sehe ich so oft und den kenne ich nicht. Nee, nicht. Schade. Jo, schaut mal her, wer voll abgehoben ist und voll Fame Guy geworden ist, der Kerl. Voll, ich hätte niemals gedacht, ey. Danke. Wir müssen nach Hause. Das war echt. Nein, noch. Ja, die Moves haben. Sag ja, nee. Sag ja, sag ja. Nein, ja. Nein, nein, sag ja. Ja. Du bist einfach Fangirl. Yo, das war's vom ersten Teil von den Video Days und ja, der zweite Teil kommt nächste Woche. Ich hoffe mal am Montag um 15 Uhr, aber sonst einfach nächste Woche. Und ich danke nochmal an die Svea, weil die hat mir ein Zertifikat geschenkt. Herzlichen Glückwunsch, Zertifikat für Steve Hang. Mit diesen Urkunde wird bestätigt, dass sie nun offiziell zu den Lieblings-YouTubern von Svea Bilana gehören und dann entsprechend Unterschrift und alles und dran. Richtig nice. Danke dir nochmals und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen hoch und wart ihr auf dem Video Days. Wie fandet ihr es? Würde ich immer mal gerne interessieren und nächste Woche kommt der zweite Tag von den Video Days und da sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Haut's rein. Wow.